Moin Moin YouTube und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video Phasmophobia. Herzlich willkommen. Wir spielen heute auf dem Tanglewood Drive. Ich bin solo unterwegs und ich hatte in der Runde mehr Glück als Verstand, aber ja, schaut es euch einfach an. Also jetzt in sich. Viel Spaß beim Schauen. So, gehen wir rein. Wir haben Luke Thompson. Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Stelle die Anwesenheit eines Geistes mit einem Bewegungssensor fest. Und wäre den Geist während einer Jagd mit Räucherbäcker. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Jagd. Interessant. Schnappen wir uns erstmal die Taschenlampe, EMF-Reader und Thermometer. Standardausrüstung. Breaker ist in der Garage. Schlüssel und abbein. So. Mal gucken. Ohren sind gespitzt. So, was ich hier vorne übrigens immer aufnehme, ist der Schlüssel für das Auto. Weil wenn man den Geist in der Garage hat, kann es auch mal passieren, dass er die Alarmanlage anmacht. Und das kann echt nervig sein. Okay, wir haben Versteckmöglichkeiten hier im Spind. Wir haben keine Voodoo-Puppe. Wir können mal die Temperatur messen. Aktuell 9,6 Grad. Es dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment, bis hier alles auf Temperatur gekommen ist. Wir haben keine Affenpfote. Hier keine Knochen. Ich gehe mal runter. Wir haben das Pentagramm. Ah. Schreit er eigentlich nach einer kleinen Beschwörung? 10,4 Grad im Keller, kein Versteck. Mal gucken, vielleicht beschwöre ich den Geist. Habe ich eine Tür gehört? Keine Spieluhr. Ach ja, logischerweise, weil wir haben ja das Pentagramm. Aber hier wäre die Spieluhr. So. Oh, EMR5. Hier wieder im Badezimmer. Der Badezimmergeist. Sehr schön. Und wir haben auf jeden Fall schon mal kein Mimik. Das können wir auch festhalten. Achso. Ja, lecker gedrückt halten, ich weiß. 12,2 ist aber noch recht warm hier. Wie ist es hier? 5,7, der ist eher hier. Dann kam der EMF durch die Wand. Ja. So. Naja. Freu nicht um. Okay. Kamera, Dots. Zweite Runde rein. Sanity technisch. Wow, okay. Geht auf jeden Fall schon mal ab. 87%, 89%. Wie gesagt, Kamera, Dots. Rein geht's. Übrigens seit letzter Runde, wer es nicht gesehen hat, Sanity Medizin 2 freigeschaltet. Endlich. Nicht mehr diese komische Tinktur. Jetzt kann ich mir die Pillen kippen, die man von früher kennt. Ich glaube, Stufe 3 ist dann irgendwie so ein Injektor, den man sich reinhämmert. Okay, wir brauchen auf jeden Fall gleich UV-Licht, weil der ist schon hier mit den Türen ziemlich aktiv. Orbs habe ich jetzt aus der Hand nicht gesehen. Dots Projektor hin. Gucken wir gleich aus dem Van. Aber erstmal hole ich mir UV-Licht. Ich hole mir UV-Licht und werde das Buch mitnehmen, dann kann ich das schon mal hinlegen, dass er genug Zeit hat, damit zu interagieren. Ich hätte jetzt die Tür ein paar Mal angefasst. Das müsste man theoretisch noch sehen können. Ich würde es aber sonst nachher auch nochmal checken, weil ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein. Hier ist nichts. Lege ich erstmal hier hin. Das Buch dazu. So, was wir aber machen können. Geisterorbs raus. Hatte ich auch halt nicht gesehen. Wir prüfen es nachher nochmal, wenn wir uns die Dots angucken. Jetzt würde ich aber im Schnellverfahren erstmal noch das gute Stück mitnehmen und einmal Salz. Salz ist immer der Gespenstertest, hat aber auch den netten Nebeneffekt, dass man auch noch Bilder davon machen kann. Tür zumachen, wichtig immer ist auch das Licht auszuhaben, weil sonst spricht der Geist nicht. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du freundlich?
Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Öffne die Tür. Können wir jetzt erstmal nicht sprechen. Wir checken nochmal die Temperatur gegen. Um 6,8 Grad. Das ist schon eine ganze Haut. Also wir sehen Freezing-Atem. Es geht auch langsam runter. Huch, hat er noch keinen Bock. Sei jetzt aber auch noch nicht. Entweder ist er hier gerade unterwegs. Hat ihn ja auch hier. Ah. Dreckiges Wasser übrigens kann man auch immer fotografieren. Gibt auch ein bisschen Geld. So. Ja, legen wir es mal so, dass man es auch sieht. Okay. Er ist durch Salz gegangen. Wo ist denn jetzt mein Mauszeiger? Da. Ultraviolett heißt ja nicht nur Fingerabdrücke, man könnte auch Fußspuren sehen. Die sehen wir jetzt aber nicht. Er schmeißt auf jeden Fall fröhlich noch rum. Buch ist immer noch unbeschrieben. Ich bin mal gespannt. Ich hatte in den Kommentaren gelesen, man erkennt da dann, ob das Buch beschrieben ist oder nicht, dass der Stift noch drauf liegt. Werde ich heute mal testen oder sehen, wenn er es beschreibt, müsste er wechseln. Aber gucken wir mal, ob er überhaupt reinschreiben will. Aber vielleicht kann das ja auch irgendwer bestätigen. Also wie gesagt, ich habe es gelesen. Hab da vorher nie drauf geachtet, muss ich sagen. So, was haben wir nochmal? Kruzifix. Das kann ich auf jeden Fall gleich mal reinschleppen. Vorher checke ich aber mal Dots. Würde das für euch aber rausschneiden. Damit ihr euch hier nicht langweilen müsst, währenddessen ich da stupide auf dem Bildschirm starre. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja. Es fliegen immer noch keine Orbs und wir haben auch keine Dots gesehen. Daher würde ich die Dots rausspeichern. Wir hätten jetzt so oder so durch das Salz, das da durchgelaufen ist, hätten wir das Gespenst eh streichen können, selbst wenn wir das mit den Dots jetzt noch nicht gecheckt hätten. Okay. Also wir haben noch Ultraviolett, Geisterbuch, Gefriertemperatur, Geisterbox. Wir haben alles drin. Ich würde einfach nochmal probieren, ob er nicht vielleicht mit mir nacken möchte. Vielleicht war er vorhin einfach nicht gesprächig oder war nicht im Raum. Drop dafür auch nochmal ein Kruzifix hier vorne, dass, falls er jetzt doch Lust hat zu jagen, die ganz schnell vergeht. So, das legen wir mal hier hin. Haben wir einen ganz guten Bereich abgedeckt. Wir können das Salz fotografieren. Buch ist immer noch unbeschrieben, wie man sieht. Jetzt bin ich mir auch gerade gar nicht so sicher, weil ich sehe meinen Atem gerade nicht mehr. 9,9 Grad. 2,8. Oh, Junge. Der hat auch noch die Tür zugemacht, der Dreckige. Oh. Aber ich kann euch sagen, in dem Moment denkt schon, okay, könnte eine Jagd sein, aber bei einer Jagd hört man auch immer noch einen Schlüssel drehen, dass wirklich abgeschlossen wird. Aber er hätte mich jetzt soweit, dass er jagen kann und da habe ich aber keinen Bock drauf. Deswegen haue ich mir hier die guten Pen rein. Weil dadurch, dass er jetzt den Raum gewechselt hat, muss ich erst nochmal gucken, wie ich am besten das Kruzifix platziere. Dass ich ihn dann auch wirklich davon abhalten kann. Okay. Ich habe gerade hier den Bug, dass die gute CCTV-Kamera aus dem Monitor fährt. Okay. Gut, also mit einmal Sanity-Medizin soweit zumindest schon mal wieder bei 74-75%. Steigt es noch weiter, ja. Ja. Ja, wir pendeln uns irgendwo da so bei Ende 70 ein. Viel höher geht es jetzt nicht mehr. Okay, also wir nehmen noch ein zweites Kruzifix mit, weil wir müssen jetzt auf jeden Fall einen größeren Bereich abdecken, wenn er hier im Flur ist. So. Bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt ja auch Geister, die verschwinden weniger, glaube ich. Okay, wir haben Freezing. Ups, Freezing. Gin, Shade. Ein Shade würde ich ausschließen. Den hatte ich ja neulich, das ist ja der schüchterne Geist. Und der ist alles aber nicht schüchtern. Das heißt, der Shade hätte das Buch.
nehmen wir den raus. Das heißt, wir haben jetzt entweder die Box oder Ultraviolett. Gut. Oh, yo! Alles klar, okay, okay. Das so. Und das Kruzifix hier. So, dann müsste ich eigentlich. Ich habe auch alle Lichter hier kaputt gemacht. Der kleine miese Hund. Also. Gut, wenn es ein Zwilling ist. Was es ja noch sein kann. Zwilling wäre die Box. Okay. Habe ich denn die Box? Ja, habe ich die Box? Bist du hier? Wo bist du? Sprich mit mir. Bist du hier? Wo bist du? Alter, macht hier alle Lichter kaputt. Wo bist du? Wow, da habe ich jetzt aber echt Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Alter, was passiert hier gerade? Okay. Okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, Zwilling. Gefährlich ist, es sind immer zwei Geister. Gut, ich habe jetzt gerade nur einen laufen sehen. Was ist denn der Djinn? Der Djinn. Djinn, wo bist du? Ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seine Stromquelle zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Aber würde er dann freiwillig das kaputt machen? So, Zwilling, es wird berichtet, dass diese Geister Handlungen anderer nachahmen. Sie wechseln ihre Angriffe ab, um ihre Beute zu verwirren. Stärken. Jeder der beiden Zwillinge kann verärgert werden und einen Angriff auf seine Beute starten. Schwächen. Zwillinge interagieren oft gleichzeitig mit der Umgebung. Luke Thompson. Bist du ein Zwilling? Hä? Meine Güte. Okay. Wir nehmen auf jeden Fall mal Räucherwerk schon mal mit rein. Hätte ja auch alles an nichts zerstört. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch was anmachen kann. Wir nehmen einen Bewegungssensor mit. Ja. Und was machen wir noch? Was machen wir noch? Wir nehmen nochmal Salz mit. Meine Güte. Da allgemein. Jetzt schon wieder. Die Sicherung ist drin. Hat halt, glaube ich, echt nur alles zerstört hier. So. Zwei Geister. Ich habe sie aber auch nicht zusammen rumlaufen sehen. Möglich ist es aber. Haben sich auf jeden Fall schön vor meinem Kruzifix gedrückt. Ich frage mich, wo die gespawnt sind. Ach, hier haben wir auf jeden Fall Knorr. Kann ich hier noch Lichter machen? Nein. Macht gerade es überall aus.
Machen wir erstmal wieder den Breaker. So. 16 Minuten auf der Uhr. Hat schon wieder einen Breaker ausgemacht. Weiß gar nicht, kann ich, wenn er das gemacht hat, nach Fingerabdrücke sehen? Wir werden es mal testen. Also ich sehe zumindest keine. Guck mal jetzt mal überall Licht am Overkill. Da mal irgendwo hat er eine Tür bewegt. Also, ich würde jetzt Ultraviolett mal rausstreichen. Wir gehen auf Beweise, sagen, nö, Ultraviolett ist raus, dann hätten wir tatsächlich die Zwillinge. Okay, Sanity check mal. Wir waren jetzt schon wieder ziemlich lange da im Dunkeln unterwegs, sind bei 64%. Ich versuche mal mit ihm zu sprechen nochmal. Und ja, dann den Bewegungssensor hat er noch nicht ausgelöst. Das heißt, er ist da durch den Flur noch nicht gelaufen. Tja, Luke. Und dein Zwilling, ihr macht hier ganz schön Trouble. Du und dein Zwilling. So. Versteck. Ja, hier könnte man es auch verstecken. Gut zu wissen. Oh, Foto vom Hintergrund noch. Sechs. Hier ist der zweite. Ja. So, ich glaube, so habe ich das einigermaßen gut abgedeckt. Ich check noch mal die Sanity. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, okay. Wir bewegen uns jetzt Richtung Cutting Range. Das ziehe ich jetzt auch durch. Und hoffe ich, dass ich wieder so gut wegkomme wie gerade eben. Wo ich echt Glück hatte. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Sprich mit mir. Wo bist du? Bist du hier? Ja. Bist du hier? Wo bist du? Ja. Er wollte jagen. Er ist ja geroamt. Ist noch keiner durch das Ding gelaufen, ne? Was er mir jetzt aber hier gegeben hat. Warte, mit den Zwillingen, das ist echt scheiße.
Bin ich zumindest durch das Kruzifix sicher. Mit dem EMF-Reader unter mir fühle ich mich noch ein kleines Stückchen sicherer. Wir räuchern ihn jetzt während der Jagd. Und dann haue ich mir die Sanity-Pillen rein. Überprüfe nochmal mit Ultraviolett. Aber ich habe immer noch keinen auf der Sparbox gehabt. Der macht es mir nicht leicht. Der macht es mir echt nicht leicht. Oh fuck, das war nur ein Event, ey. Oh, mieses Vieh. Meine Güte, ey. Aber der sah anders aus. 0%. Ja, alles klar. Ah, jetzt haben wir auch den Bewegungssensor. Jetzt räuchern wir ihn noch während der Jagd. Aber der ist ja direkt neben mir gekommen. Der sah anders aus. Ist das bei Zwillingen so, dass die andere Gestalten haben? Oder ich glaube auch die anderen Geister können mal schemenhaft sein und mal richtig zu erkennen. Okay, wir gehen jetzt rein. Die Tür wird eh gleich zufallen. Ja, okay. Ich hätte es am Kruzifix erkennen können. Plan ist, dass ich in die Garage gehe. Na komm, hol mich. Hm, okay. Ich bin auch schon bei 0%. Jetzt komm doch endlich her. Jo, da wollte er hier sterben. Habe ich auch noch Freezing Atem? Nee. Doch. Lass mich raus, lass mich raus. Was machen die denn? Ich werde noch bekloppt. Alter, ey. Jetzt jagt mich doch endlich. Ich verbrate hier noch alle Räucherstäbchen, nur weil ich hier auf ein Ding nach dem anderen reinfalle. So. Na komm. Na komm, letzte Aufgabe. Breaker ist aus. Jetzt mal wieder angemacht. Bei 0%, jetzt jag mich doch bitte endlich. Meine Güte, das wird aber wohl nicht so schwer sein. Warum haben die keinen Bock? Habt ihr keinen Bock oder was ist hier los? Da ist noch eine Aufladung drauf. Da ist auch noch eine Aufladung drauf. Jetzt. Jetzt hat man es gehört. Ups, da habe ich irgendwo hängen geblieben.
Alter. Er ist ja noch in die Garage nachgekommen. Eieiei, das war knapp. Und wo bin ich da hängen geblieben? Ich konnte auf einmal nicht mehr weiterlaufen. Okay. Ja, 0% Sanity, alle Aufgaben erfüllt. Haben wir die Zwillinge? Ich weiß es nicht. Wir müssen es nochmal prüfen, final prüfen. Zwillinge hätten die Geisterbox. Das heißt, ich warte jetzt, bis sich meine Sanity wieder aufgebaut hat. Zweimal pillen. Da müsste ich weit genug hochkommen eigentlich. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Das wird jetzt nochmal risky. Komm, wir probieren's. Mach mal alle Türen zu. Jetzt wissen wir es ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall kein Ultraviolett. Gut, Zwilling. Oh, intensive Folge, muss ich echt sagen. 28 Minuten jetzt. Bisschen was werde ich herausschneiden wegen dem Checken der Dots. Meine Fresse. Jetzt hoffe ich auch, dass es wirklich so stimmt, aber. Ja, es. Der hat die Tür angegrabbelt, da war nichts zu sehen. Also es kann eigentlich nur der Zwilling sein. Ein Oni? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Habe ich irgendwas Falsches rausgestrichen? War ich bei den Dots zu voreilig, weil er gewechselt hat? Und oh, das will ich jetzt mal checken. Das will ich jetzt mal checken. Dots, ja. Oni lieben es, ihre Opfer in Panik zu versetzen, bevor sie angreifen. Sie werden häufig in ihrer körperlichen Form gesichtet, wenn sie ihr Revier verteidigen. Okay, ja, dann müsste man sich wahrscheinlich mit den Geistern noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Dann hätte man das erahnen können, so oft wie der sich gezeigt hat. Stärken. Wenn Menschen in der Nähe sind, werden Oni deutlich aktiver und zerren am Geisteszustand aller um sie herum, wenn sie erscheinen. Schwächen. Oni verschwinden weniger häufig, während sie ihre Beute jagen. Ja, das war ja auch das, ja. Ja, wenn man sich mit den Geistern tatsächlich ein bisschen mehr beschäftigt, dann sind das so Sachen, die man durchaus ja, dann merkt beim Zocken. Da fehlt mir dann für die einzelnen Geistertypen noch so ein bisschen die Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, war aber trotzdem für mich und dann auch für euch natürlich eine lehrreiche Runde. Ja. Ja, er wird wahrscheinlich, als er den Raum gewechselt hat, ich habe wahrscheinlich die Dots geschaut, als er es gemacht hat. Und habe ihn deswegen dann da nicht gesehen und ich habe es hinterher nicht nochmal geprüft. Da war ich dann etwas voreilig. Schade. Okay. Gut. Trotz alledem war es eine sehr geile Folge, muss ich sagen. Auch wenn es hinterher kein gutes Ende hatte, aber was soll's. Ne? Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann auch beim nächsten Mal wieder reinschalten, wenn wir eine Runde Phasmophobia zocken. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.